Da schimmer wieder back mit einer weiteren Folge The Escapist. Ach hier, mein Begrüßungsspruch, ganz vergessen. Hey ho, ihr Lieben, Servus und grüßt euch. So, jetzt kann es hier weitergehen. Wir brauchen nach wie vor Duct Tape, also Panzerband und Schokolade. Haben wir genug? Wir brauchen eine Tasse. Weil mit Tasse, Schokolade und Feuerzeug können wir eine grandiose Waffe bauen. Mit einem Schlag ist da jemand kaputt. Und es ist echt, ja, sehr cool. Sehr cool ist das. Auf jeden Fall. Käsegesicht und Morris. Gut. Unsere Zellen werden nicht durchsucht. Das ist schön. Also meine Zelle. Nur meine Zelle. Nicht unsere. Pluralis Majestätis und so. Nebuloralis Majestatis. Egal. Hier oben. Kennt ihr ja schon das Internet, da muss ich hin, wenn alle ruhig sind. Hallo, Dancer. I'm your private dancer. Ach, scheiße, fuck off. Ich habe meine Spachtel dabei. Komm, ich gehe hier raus, das wird mir zu brenzlig. Sonst verliere ich noch meine Spachtel und die durchsuchen meine Zelle. Oh, ich hoffe, die Toilette wurde nicht gespült. Das wäre nämlich ganz schön fatal. Das wäre ganz schön fatal, wenn die Toilette gespült wäre. Gespült werden wurde. Gewürdet werden, spülen. Weil ich habe da drei Pfeilen drin versteckt. Das ist das Problem. I vote this meal 10 out of 100. Okay, wir sind arbeitslos. Toymaker. Okay, pass auf. Wir machen das jetzt so. Wir lenken Morris ab. Und klauen ihm seinen Job. Das ist ein guter Plan. Scheiße, da hinten ist eine Sackgasse. Egal, das schaffen wir. Tada! Gekonnt ausgewichen. Wie stark ist der? 59. Hat er eine Waffe? Nee, wir haben eine Waffe. Au! Ah, der ist zu stark. Das schaffen wir nicht. Okay, jetzt müssen wir die ganze Zeit im Kreis rennen wieder und ihn von seiner Arbeit ablenken, damit wir Spielzeugmacher werden können. Ich hoffe, Spielzeugmacher erfordert keine allzu hohe Intelligenz. Weil unser Weihnachtself Franz ist nicht gerade der Schlauste. Der Indolenteste. Oder wie Homer Simpson sagen würde, ich bin so klug. Ich bin so klug. K-L-U-K. Officer Rahul, den müssen wir doch auch verprügeln. Ja. Das erinnert mich an frühere Tage in der Kinderzeit, in der Krippe, Kinderkrippe. Bin ich auch mit meinem Freund immer im Kreis gerannt. Das war sehr schön. Wir hatten eine Menge Spaß. Hey, Morris hat was zu verkaufen. Okay, gut, Holz. Ja, Holz brauche ich nicht. Au, hör auf mich zu schlagen. Hehehe, Trottel. Aha, du kleiner Tropf, du armer Trottel, du. Jetzt ist der Job mein. So gut wie mein. Hier hinten sind auch schöne Dinge versteckt. Wie kommt man denn hier rein? Man braucht einen blauen Schlüssel. Officer Isaiah hat einen blauen Schlüssel. Aber bevor wir Schlüssel nachmachen können, benötigen wir... Scheiße, wo ist er hin? Wie, der arbeitet jetzt. Ist das hier die Toy-Fabrik? Morris arbeitet! Scheiße! Och nö, ich hoffe, der wird gefeuert. Bitte werde gefeuert, Morris. Ich brauche den grünen Schlüssel. Morris, komm her. Das ist eine Leiter. Scheiße. Ich hoffe, Morris ist jetzt gefeuert. Unemployed! Bam! Gegeben habe ich es dir. Ich habe dich verprügelt und ich habe dir deinen Job geklaut. Muhahaha. Ich bin Dr. Evil. Dr. Evil Knievel. Wo ist jetzt dieser Jobvermittler? Der ist doch hier irgendwo. Das sieht alles so gleich aus. Hier oben ist er. Nein, das ist er nicht. Egal. Wir hören uns jetzt hier die Standpauke an. Schauen, was die zu verkaufen haben. Und hoffen auf eine Rolle Panzerband. Aber die haben keine Panzerbände bei sich. Ihr isst, wenn wir euch sagen, dass ihr isst, essen sollt. Okay, Freizeit. Arbeit holen.
und gucken. Ich glaube, das ist hier unten links neben der Krankenstation. Hier ist der Arbeitsvermittler. Da ist er. So, aber der arbeitet nicht. Taskmaster. Aha. Ist auch frei. 50 Intellekt. Intellekt. Yay! Baby. Toymaker, ich bin jetzt Spielzeugmacher. Hast du gehört, Rudolf? Ich bin Spielzeugmacher. Hahaha. Was kann ich jetzt mit dem Spaten machen? Aha. Okay, egal. Hey, da wird schon wieder jemand verprügelt. Bentley, was hast du bei dir? Nichts. Oh, Mann, 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 Mann. Ich hoffe, Nick hat jetzt hier seine Kerze. Nee, hat er nicht. Aber Zahnpasta nehmen wir mal mit. Vielleicht hat er ja irgendwo noch jemand Talgumpuder. Oh, eine Tasse. Sehr schön. Haben wir nicht noch Schokolade und Feuerzeug irgendwo? Oh, meine Pfeile sind auch noch da. Yes, wir können eine Waffe machen. Da la 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 la. Oh. Ich bin so blöd dafür. Ich bin so blöd dafür. Na gut. Dann schleichen wir uns hier oben kurz rein. Louis, komm mal her. Ich hab was für dich. Ich brauch das gerade nicht. Louis, jetzt bleib doch mal bitte stehen. Ich schenk dir einen Spaten. Bitteschön. Hast du jetzt bessere Sachen für mich? Nö, hat er nicht. Egal. Ich habe nichts Illegales dabei, das heißt, mir wird nichts geklaut. Ich habe es verschenkt. Jetzt habe ich ein gutes Gewissen. Jetzt renne ich hier oben kurz rein. Und werde ein wenig schlauer. Ja, toll, jetzt kommen sie gerade wieder. Kaum bin ich hier drin. Das schaffe ich nicht. Die sind so stark. Die sind so stark. Donner, Hilfe! Abendessen! Nein! Scheiße. Ah, egal. Ja, wenn man zu oft auffällt, dann wird eben die Zelle höchstwahrscheinlich öfters gesucht. Gut, jetzt hier, Exercise. Wir rennen ganz kurz hier oben rein. Nur ganz kurz, trainieren ein bisschen. Weil das ist auch so eine Art Training für mich. Scheiße. Ah, das muss doch echt spaßig sein, mir hier so beim Fällen zuzusehen, oder? Mann, 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 Mann. Ja, ich trainiere ja schon. Wie viel brauchen wir denn? Oh Gott, das geht so schnell runter. Das ist ja fast wie im echten Leben. Kaum macht man mal einen zwei, drei Tage lang nichts, schwinden die Muskeln dahin. Toll. Jetzt sind die ja schon wieder duschen. Hey, so. Noch ein bisschen rennen. Oh, das ist voll schwer. Meine Finger. Drei. So, jetzt hier schnell duschen. Bevor die Verdacht hegen. Und dann. Ne, es ist schon Abend. Morgen früh werde ich Briefe sortieren. Oh, ich freue mich schon drauf. Da chillen sie rum. Das Rasiergel und oh, was ist das? Schlaftabletten, Talgumpuder. Yes, das benötige ich. Ah, ich habe nichts gemacht. Aua. Egal, das ist nichts Illegales. Nichts Illegales hier. Das ist illegal. So. Freizeit. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir hier ins Dings gehen. In die Krankenstation kostet das ein bisschen Geld. Weil wir waren doch letztens vorhin erst bei 74. 74 waren wir. Intelligenz ist auch wieder bei 40. Das ist kacke. Oh, warum ist das einzige. Die einzige Möglichkeit, hier ein bisschen intelligent zu werden, hier oben dieses blöde. Dieser blöde bewachte Raum, wo man nicht rein darf. Das ist ja fast so schlimm wie Nordkorea mit dem Internet hier.
Mann, 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 Mann. Komm schon. Hat denn niemand hier ein bisschen Panzerband für einen kleinen armen Elfen? Ich brauche doch nur ein wenig Panzerband. Achso, ja genau. Wir brauchen Feuerzeug und Plastik für Molten Plastic. Also Zahnbürste brauchen wir. Und ein Feuerzeug und dann können wir geschmolzenes Plastik machen. Wenn wir dann einen Officer verprügeln, können wir den Schlüssel klauen und einen Abdruck machen. Und dann dementsprechend recht schnell den Schlüssel wieder zurückpacken, dass es nicht auffällt. Ja, ich suche selber Duct Tape, Mann. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Schreibtisch ist aber schön voll, aber das ist ja meiner. Ja, wir brauchen das. Dann können wir hier geschmolzenes Plastik herstellen. Und dann brauchen wir jetzt nur noch Schokolade, haben wir, und noch ein Feuerzeug. Und mit dem Feuerzeug und der Schokolade können wir einen Officer verprügeln und einen Schlüssel nehmen. Hey, lass das bitte. Nee, macht weiter, das ist schon gut. Das ist okay. Wer verprügelt hier wen? So, jetzt sind beide verprügelt. Giant Lollipop. Stuart und, wer liegt da noch rum? Toll, die liegen jetzt direkt übereinander. Ach wirklich? Ach Donner, weißt du? Wenn die Charaktere genau gleich aussehen, jetzt liegen sie direkt übereinander. Ich wollte beide looten. Rodney, geh doch. Hä? Stuart, komm her. Der hat zwar nicht irgendwas Relevantes dabei gehabt, aber es passt schon. Face the front. The Maggots do a cell shakedown are as follows. Franz! Fuck! Ah! Bitte nicht! Ich habe, glaube ich, was Illegales in meinen... in meiner Zelle. Nein, hier nicht. Aber hier. So. Puh. Ich bin mir nicht sicher, ob die Toiletten durchsuchen oder nicht. Von daher ist sicher und ich nehme einfach mal das ganze Zeug mit. Oh, ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug, scheiße. Ach, Mist. Scheiße. Komm her. Ich will dein Feuerzeug jetzt haben. Schlumpf, 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 nein. Nicht hier. Komm, eine Pfeile kriegst du geschenkt. Eine Pfeile kriegst du geschenkt. Ich brauche nur zwei. Bleib hier. Nein, doch nicht sein Bettlaken. Auch nicht sein Kissen. Mann. So. Meine Güte. Ich gehe ja schon ins Bett. Keine Sorge. Keine Sorge. So, jetzt bin ich hier drin. Jetzt kann ich hier nochmal... geschmolzene Schokolade machen. Zack, zack, zack. Nein, jetzt brauche ich einen Intelligenzpunkt. Einen Intelligenzpunkt mehr für diesen kack geschmolzene Schokoladendinger hier. Wirklich. Naja. Immerhin haben wir ein bisschen was gemacht. Und in der nächsten Folge, keine Sorge, da wird es soweit sein. Da wird es soweit sein. Dann werden wir den Wärter ausbrechen, den Wärter verprügeln, einen Schlüssel klauen und ausbrechen. Oder zumindest mal eine Rolle Panzerband finden und einen Seitenschneider basteln und oben in diesen Zaun einbrechen. Das kann doch nicht so schwer sein. 1000 Folgen für nichts und wieder nichts. Ja, so ist Lebe, so ist Lebe. Also dann, hauen Sie rein, können Sie raushauen. Ciao.